Für mehr Chancen im Job, Videobewerbungen sollen Menschen mit Handicap helfen und Beyond the Black Atlantic im Kunstverein Hannover geht es um soziologische Bewusstseinsfragen. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu 0511, Ihrem Magazin für Hannover. Menschen mit Handicap haben es bei der Jobsuche nicht immer leicht. Ein bundesweit einmaliges Projekt soll mit professionellen Videobewerbungen die Chance auf eine Stelle erhöhen. Was dahinter steckt und wie genau es funktioniert, weiß mein Kollege Joscha Weidenfeld. Menschen mit Behinderungen sind überdurchschnittlich häufig von Arbeitslosigkeit betroffen. Nach wie vor tun sich viele ArbeitgeberInnen schwer, behinderte Menschen einzustellen. Um den Betroffenen den Einstieg in die Berufswelt zu vereinfachen, hat der Verein Inklusive Medienbildung ein einzigartiges Projekt ins Leben gerufen. Mit aufwendig produzierten Videobewerbungen können die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sich mit ihrer ganzen Persönlichkeit möglichen späteren ArbeitgeberInnen präsentieren. Eine 4 in Deutsch oder eine 5 in Mathe oder so, das sagt ja nichts über den Menschen aus, inwiefern der in meinem Betrieb in der Küche arbeiten kann oder in der im Lagerlogistik oder so. Da ist so ein Video natürlich eine ganz andere Möglichkeit, den Menschen kennenzulernen, zu sehen, aha, der spricht gut Deutsch, der kann sich gut ausdrücken, der passt vielleicht in unser Unternehmen, weil er einfach eine nette Person ist. Diese Woche werden Videos für die Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Schade-Förderschule produziert. Der 17-jährige Yassin möchte später in einem Büro arbeiten. In seinem Video hat er von seinen Hobbys, dem Singen und Basketballspielen, erzählt. Ihm hat es Spaß gemacht. Der Tag ist heute für mich sehr schön, hat mir gut gefallen und die ist sehr interessant für mich. Und ich dachte, ich komme zur Kamera rein. Aber das macht sehr Spaß hier. Nur wenige Jugendliche und junge Erwachsene mit Beeinträchtigung finden direkt nach der Schule einen Ausbildungsplatz. Von Arbeitgeberseite besteht häufig Skepsis gegenüber BewerberInnen aus Förderschulen oder Werkstätten, obwohl es eigentlich genug Stellen für diese Personen gäbe. In jedem Unternehmen gibt es einfach Tätigkeiten auch für Menschen mit einer Beeinträchtigung, die sie halt eben machen können. Aber in Deutschland ist es einfach noch so, dass viele Unternehmen einfach davor scheuen, einen Menschen mit einer Beeinträchtigung einzustellen, weil sie halt nicht wissen, was auf sie zukommt. Und deswegen ist sozusagen, wollen wir die Möglichkeit mit den Videobewerbungen bieten, einfach, dass die sehen, aha, das ist ein normaler Mensch wie du und ich. Die Videobewerbungsworkshops finden in barrierefreien Räumlichkeiten statt. Dank Untertitel und Voice-Over, also dem Übersprechen vom gesprochenen Wort, können sich alle, unabhängig von ihrer Beeinträchtigung, vor der Kamera präsentieren. Ende Februar und Anfang März sind weitere Termine geplant, bei denen noch wenige freie Plätze verfügbar sind. Wenn Interesse besteht, kann man sich per Telefon oder E-Mail an den Verein Inklusive Medienbildung wenden. Und jetzt zu den Nachrichten des Tages für und aus der Region Hannover. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, NGG, streitet weiter mit der Gilde Brauerei um Löhne und Tarifverträge. Seit September 2019 verweigert die Unternehmensleitung ihren 130 Beschäftigten Tarifverträge. Die hannoversche Traditionsbrauerei wurde im Herbst in 4 Unternehmen aufgespalten. Eines davon ist die Abfüllgesellschaft MBH. Alle der 14 dort Beschäftigten bleiben weiterhin von der Arbeit ausgesperrt. Diesen Vorgang erklärt die NGG zum Skandal. Die Gilde dürfe nicht zur Dumpingbrauerei verkommen. Mit einem Demonstrationszug vom Streiklokal zur Gildebrauerei haben die Streikenden und Ausgesperrten ihren Unmut untermauert. Jedes Jahr am 14. Februar demonstrieren in mehr als 150 Ländern Menschen gegen Gewalt an Frauen. Die Protestaktion One Billion Rising gilt damit als weltweites Symbol der Solidarität. Der Titel bezieht sich auf ein akutes Problem. Weltweit war jede dritte Frau bereits Opfer von Gewalt. Also 1 Milliarde Frauen. In Hannover richtet der Schwerpunkt sich in diesem Jahr auf Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen, da diese laut Studien ein doppeltes bis dreifaches Risiko tragen, sexualisierte Gewalt zu erleben. Mit einem offenen Brief haben die Scientists for Future auf die neue Faktenlage im Klimaschutz aufmerksam gemacht. Adressiert ist dieser Brief an Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay und den Regionspräsidenten Hauke Jagau. Darin formulieren die WissenschaftlerInnen Forderungen zur dringenden Fortschreibung vorhandener klimapolitischer Zielsetzungen und Programme in der Stadt und der Region Hannover. Am Donnerstag wurde der offene Brief im neuen Rathaus an Belit Onay übergeben.
Die deutsche Greta Thunberg, eine Galionsfigur der Klimabewegung, eine Frau, die der Politik ihr Versagen aufzeigt. Was liest und hört man nicht alles über Luisa Neubauer? Beim Weltwirtschaftsforum in Davos hat sie vor einigen Tagen noch mit Al Gore zu Abend gegessen und doch sagt sie auf die Frage, wie die letzten Tage waren, nur gut. Niklas Kuschkowitz mit einem ungewöhnlichen Talk vor Ort. Bitteschön. Ja, hallo Luisa Neubauer. Sie sind viel unterwegs, Sie haben viele Anfragen und Sie haben kürzlich gesagt, dass Sie eine klimapolitische Verantwortung haben, die unverhältnismäßig hoch ist. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Wie waren die letzten Tage? Die waren gut. Sie beschreiben sich als Possibilistin, also Sie konzentrieren sich darauf, was möglich ist. Mit wem sprechen Sie und mit wem sprechen Sie nicht? Also Sie haben ja zum Beispiel auch ein Interview mit Christian Lindner geführt oder setzen sich in den Diskurs mit dem Siemens-Chef Joe Keser. Mit wem sprechen Sie und mit wem nicht? Mit den allermeisten Leuten spreche ich, wenn es die Möglichkeit gibt und die Zeit und das Angebot. Das kommt auf den Kontext an. Ich glaube nicht, dass ich in eine Talkshow gehen würde, zum Beispiel, wo jemand von der AfD sitzt. Das finde ich problematisch aus der Erwägung heraus, dass wir nicht so tun können, als würden wir unter Demokraten über Probleme dieser Demokratie verhandeln, wenn da jemand im Raum sitzt, der offensiv ganz, ganz viel von dem, was hier in diesem Land errungen wurde, in Frage stellt. Ich glaube, da würde ich Grenzen ziehen, also nach rechts außen. Ansonsten erlebe ich eher, dass Dialog und Debatte ein ganz, ganz essentieller Teil ist von dem, was ich und was wir machen. Und ich mich deswegen natürlich da engagiere. Dieses Buch vom Ende der Klimakrise haben Sie jetzt auch noch geschrieben. Warum war das notwendig? Warum das notwendig war? Ja. Ich weiß nicht, ob das notwendig war. Ich weiß nicht, da war ich, glaube ich, nicht die Instanz, die ein Buch attestieren kann, dass oder es notwendig sei. Ach so. Das Buch haben wir nicht geschrieben. Also das Buch haben wir schon lange vor Fridays for Future angefangen zu schreiben. Und dann wurde ich ungeduldig und wir haben das ein bisschen pausiert und ich habe angefangen zu organisieren. Und dann haben wir das gemacht mit der Bewegung und ich habe ganz, ganz viel mit Menschen gesprochen, habe auch ein bisschen geschrieben, Gastbeiträge und so. Und habe aber festgestellt, dass wir wirklich ein Problem damit haben, dass Menschen nicht ausreden können, weil die Debatten so schnell sind und so kurzlebig und weil wir uns eben in Headlines verfangen und weil das geklickt wird, was eben gut klingt, aber was nicht notwendigerweise tief oder irgendwie exakt sein muss. Und das heißt, dieses Buch war auch ein Versuch, dem etwas Entschleunigendes entgegenzustellen. Sie sprechen jetzt immer von wir, natürlich, also Ihr Co-Autor Alexander Repening ist auch noch dabei. Wie lief da der Austausch? Also wie haben Sie das geschrieben? Wie man ein Buch zu zweit schreibt? Ja, schwierig. Also man muss da sehr wehrhaft sein und seine Wörter, die einem lieb und teuer sind, verteidigen. Hat das gut geklappt? Nee, das müssen Sie mir sagen. Sie haben das Buch gelesen, ne? Also ich finde natürlich schon. Man muss sich wahnsinnig sicher sein in dem, was man macht. Das ist die Sache. Man kann nicht, also wer zwei Seiten lapidar runterschreibt, kann sich sicher sein, dass das verschwendete Zeit war, weil das nicht dann im Austausch dem nicht standhalten kann, dem gegenüber. Wir haben das Buch auch, und zwar uns ganz wichtig, das zu zweit zu schreiben, weil wir auch eben in dem Buch sagen, organisiert euch. Und der erste Akt des Organisierens war es für uns zusammenzutun und gemeinsam diese Fragen miteinander auszumachen. In der Hoffnung, dass sich da viel ergänzt, dass wir verschiedene Perspektiven zusammentragen können und eben etwas holistischer auf die Sache blicken können. Praktisch muss man dann, unfassbar viel redigieren, immer wieder. Es dauert länger vergleichsweise, weil man so oft dann gemeinsam noch über die Sachen durchgehen muss. Man braucht ein gutes Schreibprogramm, wo man zu zweit dann gut arbeiten kann. Ja. Ja. Und jetzt haben Sie die Lesung hier heute Abend in Hannover in der Apostelkirche. Was erhoffen Sie sich von so einem Abend immer? Ich freue mich drauf. Ich habe relativ lange nicht mehr aus dem Buch gelesen. Das heißt, es ist eine sehr schöne Abwechslung. Und es ist ja auch ein Teil von dem, also ein Teil, warum wir es gemacht haben, ist, dass wir darüber reden wollen. Wir wollen mit Menschen ins Gespräch kommen, wir wollen Menschen ermutigen, ins Gespräch zu kommen. Und das heißt, es ist für mich praktisch wie ein Teil vom, wie ein unverzichtbarer Teil des ganzen Buchprozesses ist es, mit Menschen dann zusammenzukommen, wie heute Abend.
Vielen Dank. Gerne, gerne. Vorurteile bestimmen unser Denken, ob wir wollen oder nicht. Der Kunstverein Hannover setzt sich jetzt genau damit auseinander. Beyond the Black Atlantic heißt das neue Programm, das ab sofort und bis zum 26. April zu sehen ist. Der Begriff geht zurück auf den Soziologen Paul Gilroy. Mit Black Atlantic beschrieb er die Idee eines schwarzen Bewusstseins. Wir haben die Ausstellung bereits gesehen. Den Blick weiten und öffnen. Um diesen selbstgesetzten Anspruch beizubehalten, präsentiert der Kunstverein Hannover Arbeiten, die sich mit der Wahrnehmung schwarzer Menschen von der Gesellschaft auseinandersetzen. Der Begriff Black Atlantic existiert schon seit Anfang der 90er Jahre, kommt aus der Soziologie und beinhaltet, dass es sozusagen eine große, polyphone, vielsprachige schwarze Kultur existiert, die nicht zwangsläufig nur auf den amerikanischen Kontinent fokussiert ist, sondern eine Forschung der schwarzen Identität, die sich sozusagen entlang des Atlantiks erstreckt. Und diese Forschung des Black Atlantic ist natürlich auch tragischerweise auch ganz stark natürlich auch von der Sklaverei geprägt. Und Black Atlantic versucht zu verdeutlichen, also dieser soziologische Begriff versucht zu verdeutlichen, dass unsere westliche Moderne auch durch diese Vermischung der Kulturen auch maßgeblich geprägt wurde. Mit dem Zusatz Beyond soll dargestellt werden, dass nicht der Anspruch besteht, das Thema in seiner Gesamtheit zu beleuchten. Vielmehr soll eine junge Generation gezeigt werden, die selbstverständlich mit der Globalisierung aufgewachsen ist, aber auch damit, dass sie schwarz ist und immer gespiegelt bekommt, anders zu sein. Spannend ist hier zu beobachten, dass diese vier Künstler einen ganz unterschiedlichen Ansatz haben. Es kann teilweise hochpolitisch zugehen bei Paulo Nazareth, bei dem südafrikanischen Künstler Kemangwa Adeoliere geht es eher in so eine fast schon poetische Richtung. Bei Tshabalala Self aus den USA geht es ganz stark in die Malerei, teilweise auch mit dem Spiel von Klischees oder auch Stereotypen. Und bei Sandra Mujinga aus Norwegen, da geht es sehr stark darum, wie man eigentlich gerade so identitätspolitische Zuschreibungen vermeiden kann, wie man sich davor tarnen kann. Dabei wird die Welt als hybride Kultur aufgefasst, die in den Werken der KünstlerInnen produktiv bearbeitet wird. Dieser Gedanke der Nationalität, das ist er hier eigentlich fast in allen Arbeiten zu spüren. Bei Kemangwa Adeoliere, bei dem südafrikanischen Künstler, geht es beispielsweise sehr stark um die Apartheid. Also, dass er als Südafrikaner, als schwarzer Bürger trotzdem im eigenen Land ausgegrenzt wurde, also von der weißen Bürgerschicht. Das sind alles, also dieses Thema der Nationalität, das spiegelt sich hier auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und das macht sicherlich auch den Reiz dieser Ausstellung aus. In der Gesellschaft wird immer mehr über die westliche und oftmals von Vorurteilen behaftete Vorstellung von Blackness gesprochen. Ein sicherer, vor allem sprachlicher Umgang damit fehlt aber an vielen Stellen. So bedeutet Schwarzsein nicht die Zuordnung zu einer ethnischen Gruppe, sondern vielmehr der Verbund durch gemeinsame Rassismus- und Wahrnehmungserfahrung. Für uns war das sicherlich auch sehr wichtig, als wir diese Ausstellung konzipiert haben, dass wir da auch sicherlich auch den Ton treffen. Das ist für eine kulturelle Einrichtung ein ganz wichtiger Punkt. Und da hatten wir auch sicherlich viel Rücksprache gehalten mit den ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern. Also beispielsweise im Rahmen dieser Ausstellung sprechen wir gezielt von schwarzen Menschen, also schwarz groß geschrieben, dass man nicht von farbigen, von dunkelhäutigen Menschen spricht, sondern das ist völlig normal, dass man sagt, ja, schwarz. Die Ausstellung Beyond the Black Atlantic kann auch bis zum 26. April im Kunstverein Hannover besucht werden. Sozialausschuss, Jugendhilfe, Schul- und Bildungsausschuss werden am kommenden Montag zusammen tagen. Ab 15 Uhr geht es im Hodlersaal des neuen Rathauses um Maßnahmen gegen Kinder- und Familienarmut. Die genaue Tagesordnung finden Sie im Internet unter ratsinfo-hannover.de. Im Anschluss tagt der Sozialausschuss ebenfalls öffentlich im Hodlersaal. Und das war's schon wieder mit 0511 zum Wochenende. Ihnen noch einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.